Oh, kommt der her gesurft? Hast gesehen? Der hat sich erst die Füße bewegt. Irgendwo von außen. Wow! Oh, das kenne ich noch gar nicht. Nein, zumindest das Elixier. Ein paar Lämpchen zerlegen hier. Das stimmt. Oh Gott, das war doch eine Taschenlampe. Zerlege ich mal. Apropos zerlegen. Das kann ich noch zerlegen. Das kann man benutzen. Oh. Auch wieder Platz? Ich hab auch wieder Platz. Sehr schön. So, da ist noch ein Lämpchen. Was kann ich denn noch zerlegen? Das hier weg, das hier weg. Sunbetten verkaufen wir, damit finden wir. Wow! Was ist denn du hier? Der sagt, der stand hier scheinbar in der Ecke oder so. Aber wieder eine Taschenlampe, super. So, hier soll ich. Keller. Ach ja, hier war ja dieser komische Tresorraum, ne? Weiß ich gar nicht mehr genau. Irgendwie waren wir hier erst einmal drin. Oh, Polizist! So, da willst du auch mal vorne anfangen oder vorne? Was will er noch? Oh, zwei Kaffee! Käffchen. Käffchen. Bisschen Häsen. Kann man noch nichts machen. Loi. Ah, hier war der dritte Tresorraum, okay. Ich erinnere mich dunkel. Oh, da liegen wir. Einmal. Und blöde Kiste. Mach du mal die Kiste, ich habe eh keinen Platz mehr. Ja, jetzt nichts. Nichts super Besonderes drin. Das Eisen habe ich denn da jetzt eigentlich schon gefarmt? Muss ich das legen hier alleine? Was ist das Eisen? 10.000, naja. Hoch ging es aber nicht mehr. Nee, da war ich ja schon. Was? Das war der Person Gas. Okay. Hier hinten sehe ich noch ein Auto. Working stiff. Wieder im Kofferraum. Ja. Hier noch was zu legen. Das hier auf jeden Fall. Nix. Aber nicht. Kommt noch so ein Rädel raus. Auch Eisen. Du da. Oh, da ist wieder so ein hässlicher Typ.
genagelt. Oh, was ist das? Farbbeuer Modskimedic. Kannte ich noch nicht? So üblich. Das ist eine Pillenfabrik hier. So. Oh, Pillen eben. Oh. Oh. Antibiotika. Für ein Gelaufe da. Das ist hier außerhalb, oder? Ach, Herr Reh. Hab dich echt mit der Schatzkanne nie erwischt? Ich guck mal aufs Dach, ob da Lima lag tatsächlich. Oh. Gibt. Ich bin so zugemüllt mit Scheißdreck. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass ich das so hoch hüpfen kann. Ja. Also, ach ja, nie, dass du. Plötzlich hüpft man hier irgendwo, in den Abgrund oder so, gell? Nie, dass du dann irgendwie auch mal zu Hause einfach über die Mauer springst. Das kann ich nicht nehmen. Damit, weg damit. So, du bist direkt hier oben. Ach, was grillten ihr hier? Ja, Hier waren wir schon. Oh, fuck! Nichts hin, dass da einer in der Ecke steht hier. Das nächste Mal spring ich einfach aufs Dach hoch. Wie Spider-Man jetzt machen. Fates Motel. Ist das auch noch was? Wieder Fates Motel? Ach nee, das war das, oder? Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Langsam nicht mehr durch. Also die Stadt haben jetzt eigentlich, wir könnten mal so ein bisschen, weiß nicht, ob da im Nordosten noch was kommt, aber weiß ich nicht. Jetzt mal, wie viel Uhr ist es überhaupt? Ja. Wir haben noch Zeit, ja. Schau mal, ob im Nordosten da noch irgendwas kommt oder so. Wo ist im Nordosten da? Führt hier bloß eine Straße raus, oder? Was ist denn das hier für ein Ding?
Nordwesten. Nach unten. Was kommt da hinten noch? Das ist ein Schrottplatz hier. Achso. Ach so, ja. Ist so einer, der hier so eingezäunt ist. Haufen Hundehütten hier. Wir sehen hier einen Hund. Oh, das war ein Buch. Ranger's Guide Archery Volume 4. Well, ich hätte eventuell einen Mod, den du eventuell in deine Schrotflinte packen könntest. Ich weiß nicht, ob der in die Schrotflinte reingeht. Guck mal. Oh, den wollte ich nicht bitten. Modify. Was macht denn der eigentlich? Truth Handling. Okay. Passt. Geht das? Ja. Okay. Brauchst du. Wo ist denn das blöde dämliche Buch jetzt hin? Ranger's Guide Archery Volume 4. Nein! Brauche ich nicht. Ach, schade. So, haben wir hier alles durchsucht? Ja. Oh, ich denke. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ja, dann laufen wir mal langsam Richtung Händler und gucken mal, ob wir unterwegs noch Autos finden. Ja. Also, die können wir ja wirklich auch mitnehmen. Hier. Stimmt, eigentlich ist hier schon ein Hund, gell? Theoretisch sind hier Hunde, ja. Ich kann mich auch irgendwie daran erinnern, dass hier eigentlich ein Hund drin ist. Oder wenigstens Schlangen oder so. Ach, was gesehen. Ist ja auch nicht. Händler ist in die Richtung. Oh, was war denn das für eine Magnum? Ach nee, das war wohl wieder Medic dafür. So, Händler ist. Da. Guck mal, da gleich mal was nach drauf. Macht Sinn. Oh, dumm. Schnell. Ein komisches Haus, ey. Unsere Bude. Also, kann ich den Hut unten zerlegen hier? Genau. Na, spring doch hier hoch. Fressenzeug, na toll. Gerade in der Bude drin? Ja, ich schau auch gerade mal. So gerade im Keller, jetzt mal im Keller gehen, oder? Keine Ahnung. Nicht unbedingt. Nö.
Nicht unbedingt. Kellerfreie Zone. Ja. Wo haben wir schon drin? Autos. Das ist so geil hier mit diesem drei Blöcke hoch. Das ist nicht deine Bude hier vorne? Mhm. Könnten wir kurz aufs Dach hochframen. Also hochspringen. Ja. Klar, aufs Vordach und dann müsste es nie gehen. Das ist nicht. Geht, ja, eventuell. Nicht ganz. Ja. Achso, scheiße, ich bin noch gar nicht ganz oben. Ripmod. Guten Tag. So, jetzt rennen wir mal rein hier. Gut. Bücherregal. Urban Combat Volume 4. Wo bist du in das Haus reingegangen? Oben. Über den Balkon. Oh. Und ich habe keinen Platz mehr. Ohne Scheiße. Mal hier hoch, komm dann. Hier sind noch Bücherregale. Noch nicht so schnell. Das kann man da auch zerlegen. Thank you.
Mensch. Was denn? Auf mehr Platz. Ist ja nicht mehr, was ich zerlegen soll, weil das im Grunde genommen. Ja, wir müssen kaufen, aber. Wir müssen unbedingt zum Händler zu. Ja, wird langsam echt Zeit. Ach, hier noch, hier war ich drin. Schraub's hier unten irgendwann. Ja. Hier ist noch so eine Garagenkiste, also so eine. Oh, Steel Sledgehammer. Mein Millionste heute. Achso, schau mal, kannst du das Ding hier vielleicht in deine Schrotflinte tun? Ich kann gerade nicht mal was aufnehmen. Ja, du schmeißt halt mal schnell. Warte, ich schmeiß dir mal, was raus. Das kann ich aber. Oh, nee! Inventar ist voll. Oh, mein Inventar ist auch voll. Guck mal, ich will was zerlegen, vielleicht wieder eins nehmen. Das kann ich wegschmeißen oder zerlegen oder. Was ist denn das hier wert? Ja, dann nehme ich schnell nochmal auf, bevor es weg ist. Oh! Also, hast du es aufgenommen? Ja, weil bevor es weg ist. Achso, genau. Also, das kann ich wegschmeißen. Dann hau ich dir das nochmal raus, vielleicht brauchst du es ja. Achso, er hau nicht so viel raus, weil ich kann gar nichts aufnehmen. Aktuell. Also Spring Mods gemettet. Und das okay. Schlimme ist, ich mach das mal raus, ich schmeiß. Das war auch nicht unbedingt. Genau, auf dem Combat Volume 4 kannst du glaube ich eh schon. Achso, schon mal, ich hab hier noch, was Strom verbunden. Jawohl. Kohle? Ach komm, die Kohle nehme ich mit. Und das Schlimme ist, ich schätze mal, sobald sind wir eigentlich im verbrannten Gebiet oder so, weil ich bin hier bombenvoll, ich kann aber trotzdem hier rumrennen. Ja, das sage ich ja, genau, das ist der Bonus. Das kann ich ja auch, genau. Aber das ist doch nicht das verbrannte Gebiet hier, oder? Das ist doch eigentlich. Nee, das war irgendwas bei Nacht oder wo kannst du rennen, obwohl du in Kammern bist oder so. Achso, okay. Also ab Punkt 22 Uhr konnten wir wieder rennen. Dann lass uns mal möglichst schnell noch in Richtung Händler gehen, weil solange wir uns noch bewegen können, weil ich. Und schleichen wir da hinten, ja. Ja. 350 Meter. Kann ich irgendwas aufnehmen überhaupt noch? In ein Känguru. Wo ist der Händel da sein? Geil, beim Sprinten regenerierst du Stamina. Nicht schlecht. Immer 3.30 Uhr. Wann macht der Knusperkopf auf um 6 Uhr? Ja. Aber um 4 Uhr ist halt die Nacht zu Ende. Oh, na eben, ja dann. Deswegen sollen wir vielleicht möglichst schnell noch bis zum Händler gehen. Dann könnten wir unser Gyrocopter dort aufstellen. Und dann mal in den Zeug reinladen. Da schießt du die ganze Zeit. Oh, Hat Hobbys. Okay. Wo ist der Eingang? Hier ist er. Und geschafft. So, wo ist denn? Wo ist denn dann unser Zuhause? Das ist dann. Keine Ahnung, wo das ist. Ich stelle mein Gyro mal hier auf. Ich überlege gerade, wo ist denn mein. Hier. Stell ihn mal hier auf. Na komm. Da. Das ist das. So. Halten wir mal noch.
Tja, was kann ich da rein tun? Eigentlich so, sowieso nicht großartig, was ich weiß einmal. Das Das Messing, nicht wirklich, ne? das ganze Messing mal schnell hier rein. Ja, die ganzen Parts nehme ich mit. Was zerlegen kann ich noch? Einser Batterie. Der Mod. Zimmerbuse. Samen noch. So, das Fresszeug kann ja eh immer sowieso mit. Ja, das Bescheid ist bloß, das. Jetzt müssen wir hier noch ein paar Stunden warten. Das ist auch dämlich, oder? Also ich könnte jetzt wieder entspannt laufen. Ich habe ja gerade die Scheune da hinten angebumst. Vielleicht können wir die ja noch schnell. Achso, okay. Ja, dann hau ich hier auch noch mal ein bisschen was rein. Den kann ich auch hier rein tun. Mal hier noch rein tun. Das ist ein Medizinquatsch. Eisen nehmen wir sowieso mit. Echt? So, jetzt hat's. Der andere ist gut vertickert. Genau, dann gehen wir mal hier die Scheune besuchen. Genau. Die war wo? Eben? Immer mehr nach. So, wir möchten aber trotzdem hier mal mit am reindrücken. So. Irgendwas Verbindliches. Ja. Hörst du? Das ist auch wieder zu blöd, hier rüber zu laufen, oder? Fällt wieder runter. Naja, war ja klar. Leckt denn das jetzt so? Leckt schon wieder? Damit. Ja, aber übelst. Okay. Grinsen. So, das ist die auch schon wieder klar. Das hat keine 2 Minuten gedauert. Wahnsinn. Das ist krass. Atmet denn hier so schwer? Ach, du? Kriecher. Ah, schau mal, ich hab wieder was für dich. Mhm. Es sind zwar nur 4 Schuss, aber immerhin. Immerhin. Da drüben wäre noch mal eine Scheune und wir hätten sowieso noch andere Zeit. Jo, da. Und auch nochmal durchraschen. Ach hier, das ist ja unsere alte Scheune. Ah. Hallo. Sich die Mafia hier rein. Nichts Besonderes hier drin. War hier nix. Wo war jetzt die andere Scheune? Die war irgendwo dahinter. Da. Hier in diese.
Ah, die Scheune, genau. Ja.